So, dann schauen wir uns mal die Gehäuseevolution an. Und zwar haben wir linker Hand liegen ein Gehäuse, Baujahr wahrscheinlich Baujahr 82. Das rechte Gehäuse wahrscheinlich Baujahr 84. Also man sieht tatsächlich, die Gussform ist hier ein bisschen unsauberer und hier ist irgendwie noch eine Prägung, ne? 25. Die gibt es bei mir nicht. So, ansonsten. Das Muster ist ein bisschen anders. Das Muster ist leicht geändert, was auch immer das bringt. Ist das für die Steifigkeit oder irgendwas? Nee, das ist Oder ist das. wahrscheinlich hat das was mit der Haftung in der Kokille zu tun oder so. Jetzt haben wir hier noch den wichtigen Punkt, bevor wir es vergessen. Und zwar, was wir hier sehen, könnte die Bohrung sein für die innenliegenden Ölkanäle. Und zwar die ersten Baureihen mit Ölpumpe hatten innenliegende Ölkanäle. Man sieht hier, ist diese Bohrung nicht mehr vorhanden, weil ich habe eine außenliegende Ölleitung tatsächlich. Das hat man mal gewechselt. Vermutlich hatten die Probleme, man sieht es auch ganz leicht, dass sich das vielleicht zusetzt und dass man das ganz schwer nur reinigen kann. Vor allem mit der Dichtmasse, ne? Wenn da Und Dichtmasse auch reinkommt, richtig, dann. ja, wenn Dichtmasse reinkommt, ich glaube, deswegen hat man das geändert und es scheint sich auch bewährt zu haben, weil bis 1998, glaube ich, hat MZ das so gebaut und selbst Kanoni hat das nie geändert, also wird das die finale Lösung gewesen sein, ja, und auch gar nicht großartig Probleme gemacht haben. Genau, hier sieht man es auch ganz stark richtig. Bei mir, wie gesagt, aufgebohrt auf 300 und hier ist eine Kante drinne. Bedeutet, hier könnte man keinen 300er Kolben fahren, der würde hier unten mit dem Kolbenhemd aufschlagen. Tatsächlich, weil mein Kolben ragt dann etwas in das Kurbelgehäuse rein. Ja, hat ein etwas langeres Hemd. Genau. Ja. Sonst ist gleich. Sollen wir es mal umdrehen? Von der anderen Seite nochmal sehen. Vielleicht hier auch die Nummer mal vergleichen. Kokille 3. So, das ist auch Kokille 2. Das Muster hier ist identisch. Ich sehe hier eigentlich, das ist ein bisschen außermittig gebohrt. Das sieht sehr mittig aus. Woran liegt das, oder? Das sieht bei mir hier mehr am Rand aus wie hier. Ja, weil, Tatsächlich. Ich sag mal, die Bohrung ist die exakte, sind von der Form Ungenauigkeit. Vielleicht ja. Dass die Position die gleiche ist tatsächlich, dass aber die Gussform Die quasi Gussform leicht schon ist, variiert, ja. ja, das könnte natürlich Aber sein. ich meine, es ist Kokille 2. Ja, ich habe Kokille 3, genau. Und die Nummer ist die identisch. Ich habe hier eine 29 41 027. Die habe ich hier auch. Dann muss er sein. Ja, das ist die Frage. Muss ja austauschbar sein, die Materialnummer muss die gleiche sein. Das schon, aber das heißt, die Evolutionsstufen von dem Gehäuse haben sich nicht in der Nummer niedergeschlagen. Das heißt, diese Bohrung Stimmt. für die Ölbohrung, die es dann nicht mehr Also gab. bei der Rohling, der Gussrohling ist ja die gleiche, der Unterschied ist die Bearbeitung. Das Loch ist ja Das nicht gegossen, was wir gesehen haben. stimmt. Daran könnte es natürlich liegen. Ja, und der Rest ist gleich. Ne? Also hier hat es auch hier die ganzen Formen. Das sieht alles identisch aus. Gut. Dann nehmen wir mal den Unterbau. Das sieht alles sehr gleich aus. Ich glaube, da gibt es tatsächlich nichts. Hier ist auch das. Ist auch sehr identisch hier. Ja, also ich glaube, hier braucht man nichts. Das ist tatsächlich gut. Nein, identisch ist es nicht. Tatsächlich, weil was wir hier sehen, ist jetzt bei mir der außenliegende Ölkanal. Hier ist ein Rückschlagventil, ne, was mit einer etwas dünneren, sieht, also etwas dünner wie eine Benzinschlauchleitung ist, das von der Ölpumpe versorgt wird. Und man sieht, das tropft dann hier einfach runter. Und man sieht hier auch leicht, dass hier auf jeden Fall eine Materialverstärkung eingegossen wurde und Ja. die existiert hier tatsächlich nicht. Da bin ich mir gespannt, ob jetzt die Nummern unterschiedlich sind. Genau, okay, dann drehen wir mal.
Wir können auch mal kurz die Motornummer. Das ist eine 11-7-303-5 und das ist eine 10-7-5-7-3-10 und hat hier hinten jetzt auch nicht nochmal irgendwie, bei mir ist eine 9 eingeschlagen. Okay, 10-11. Das heißt, dann hast du recht wahrscheinlich, dass die das nur an Rand von den Motornummern gemacht haben, die Evolutionsstufen. Nee. Das ist jetzt die Motornummer, die hat ja nichts mit der Materialnummer zu tun. Jetzt gucken wir mal, 29 Kokille 2 und das ist auch wieder Kokille 3. Hm. Das Gute an der Stelle ist schon mal, dass mein Motor Bauteile aus ein und derselben Kokille hat. Also dass die jetzt zumindest bei mir nicht gemischt haben. Ja, wobei das wird es, die Kokille ist das eine, aber die müssen ja, jetzt kannst du ja auch nicht, die müssen ja miteinander bearbeitet sein und das erkennst du nicht an der Kokille. Aber das ist die Gussform. Weißt du, dass die Gussform vielleicht aufeinander ausgerichtet sind? Nee. Die Bearbeitung ist das, was zählt. Mhm. Theoretisch hättest du aus der Kokille 2 und 3 eine linke und eine rechte Hälfte nehmen können, die zusammenpacken und bearbeiten, dann passen sie. Mhm. Theoretisch. Theoretisch, ja. Und es hilft dir nichts, von dem Motor A die Kokille 2 linke Seite zu nehmen und von dem Motor B die Kokille 2 rechte Seite, weil die wurden nie miteinander bearbeitet. Ja. Von daher, das kann man, ist ein Indiz, aber keiner Sicherheit. Mhm. Nee, was ich vorhin gemeint habe, ich meinte jetzt nicht die Materialnummer hier, sondern ich meinte die Motornummer. Das ist eine 10 und das ist eine 11. Ja. Ja. Könnte aber auch tatsächlich Zufall sein. Das wird's gezählt. Achso, meinst du, dass die wirklich was geändert haben? Also ich sage, die zählt ja, die ist ja fortlaufend, die Nummer. Vielleicht. Das ist ja produktionsabhängig. Ja. Ist halt die Frage nach, wie das funktioniert hat. Aber da müssen wir mal eine Erfahrung bringen. Tatsächlich jetzt, dass die jetzt sich nicht unterscheiden, die Nummern, überrascht mich jetzt, weil sie sind ja nicht identisch, die Konstruktionsstände, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja gut, wenn man der ist ja seit 75 mehr oder weniger fertig gewesen, der Motor. Mhm. Ich meine, das würde erklären, dass sie sagen, ja, ich meine, man sieht ja auch, dass, also gut, hier der Stift, das ist für die Lichtmaschinen, dass die an der Position bleibt. Das habe ich bei mir gezogen, weil ich gegebenenfalls auch Farbe umbauen will. Mhm. Das sagt nichts aus. Aber dass die Nummern schon identisch sind, man sieht es auch. Also das ist ja wirklich bis auf den Ölkanal ist das gleich. So, was wir jetzt hier sehen, ist einmal linke Hand eine bearbeitete Kupplung. Die ist zur Gewichtsoptimierung ist die ausgefräst worden. Und hier rechts ist eine originale. Jetzt schauen wir einfach mal, fangen wir mit der Originalen an. Die wiegt fast 3 Kilo, 2924. Und die bearbeitete 2694. Jo. Das hat ein bisschen minimal Erleichterung dann auf der Kurbelwelle. Aber im Fahrbetrieb, ehrlich gesagt, merkt man das gar nicht.